Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chala und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute ein kleines Infovideo, denn Blizzard hat einen EP-Buff eingeführt aufgrund des Coronavirus, weil ja einige Leute jetzt quasi zu Hause festsitzen. Gibt es noch ein kleines Goodie, um durchzuhalten. Wir bekommen nämlich 100% mehr Erfahrung. Auf WoW-Head gab es hier schon einen Beitrag zu. Und zwar ab quasi heute, ab dem 20.3. gibt es dann ja 100% mehr Erfahrung, wie hier nachzulesen ist. Und soweit ich das verstanden habe, soll das jetzt erstmal für einen Monat sein. Also man hat da tatsächlich ein bisschen Zeit, wo man ein bisschen mehr Erfahrung kriegt. Hier wird so ein Buff gezeigt, den wir haben sollen. Winds of Wisdom heißt das Ganze. Ich habe den Buff jetzt hier nicht, also der wird nicht angezeigt. Ich vermute aber, ich habe jetzt schon ein paar Tests durchgeführt, dass man die mehr EP trotzdem bekommt. Dafür werden wir jetzt einmal hier die Erfahrung auch im Chat einmal einschalten. Falls ihr das nicht wisst, hier können wir Erfahrung einschalten. Und jetzt habe ich hier unten, ihr seht es, 142.000 von 394.000. Wenn wir das Ding jetzt aufmachen, habe ich jetzt 147.000 Erfahrung für dieses eine Ding bekommen. Und das ist schon deutlich mehr, als ich normalerweise bekomme. Ich glaube, ohne EP-Buff sind es so 40, also ohne Erfahrungs-Buff, den man quasi durch erholt bekommt, sind es so etwa 40.000. Dann, ja, mit Erfahrungs-Buff sind es so etwa, dann ist halt das Doppelte, 80.000, beziehungsweise ein bisschen, was macht der Trank noch aus, ne? Und ja, der Wormo, dann ist man etwa so bei 90.000. Jetzt bin ich aber fast bei 150k, also man merkt schon, die 100% gehen drauf. Natürlich werden die hier auch mit den Herlums verrechnet. Also es ist quasi nicht so, dass das multiplikativ ist, sondern wahrscheinlich wie alle anderen Sachen additiv. Heißt, ihr habt eine Grunderfahrung, die ihr bekommt, das ist 100%. Und dann haben wir jetzt hier durch die ganzen Sachen 155% drauf. Dann da nochmal 10%, durch den Wormo nochmal 10%, ne? Also sind wir dann bei 165, 170% und dann nochmal plus die 100. Also ihr bekommt nicht genau das Doppelte, was ihr vorher hattet mit diesen ganzen Herlumzeugel, sondern ihr habt dann anstatt, ich jetzt mit dem Hordenschar, wie gesagt, laienhaft zusammengerechnet, 75%, habt ihr dann 175% mehr. Ne? Also es ist nicht eine Verdoppelung, aber doch einen erheblichen Teil mehr, den wir haben. Und das habe ich jetzt hier als Beispiel gewählt, weil das Quellen sind, die relativ viel EP bringen. Und dann sieht man es relativ deutlich. Was ich vorhin auch getestet habe, ist Blumenpflücken. Da habe ich vorhin für eine Blume mit Erholt-Buff irgendwie 7000 irgendwas EP bekommen und davor war ich bei 4000 und ein paar zerquetschen. Also man merkt schon eine deutliche Steigerung. Wenn ihr überlegt, wenn man da ein paar Blumen pflückt, kann man da relativ schnell auch ein Level-Up kriegen. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Anscheinend gibt es keine Begrenzung auf diesen Level-Buff. Der soll von 1 bis Maximalstufe funktionieren, soweit ich das bis jetzt rausgelesen und rausgefunden habe. Und wie gesagt, anscheinend soll es einen Monat etwa halten. Bei mir wird kein Buff angezeigt. Schreibt mir gerne, wenn bei euch ein Buff angezeigt wird. Und ja, das war es eigentlich schon, was ich euch mitteilen wollte. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der zwinken wollte und jetzt auch so auf den kleinen Müh gewartet hat, der ihm sagt, ah, jetzt fange ich an und ziehe noch den einen oder anderen Char nach. Gut, das war es mit dem Video. Euer Chala, bis zum nächsten Mal. Ciao.